obgleich wir kalendarisch eigentlich schon den Frühlingsanfang haben, hält sich der Winter leider nicht ganz daran. Wir haben noch mal ein bisschen Schneefall bekommen. Aber welches Auto eignet sich dafür am besten? Natürlich ein SUV mit Allradantrieb, so wie hier der Land Rover Evoque. Und den werde ich jetzt mal Probe fahren. Der Einstieg fällt dank erhöhter Sitzposition leicht. Gestartet wird der Evoque per Knopfdruck. Elegant zwirbelt sich der Gangwahlhebel aus der Mittelkonsole. Wir testen die Mini-Ausgabe des Range Rover als 140 kW starken SD4 Diesel. In 8,5 Sekunden sprintet der Wagen auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 195. Bis auf das kleinste Dieselmodell sind alle Evoque-Versionen allradgetrieben. Mit Allradantrieb fühlt man sich gleich viel sicherer, nicht nur hier im Gelände, auch auf der Straße. Das bringt mich allerdings zu meinem ersten Kritikpunkt, und zwar das Automatikgetriebe hier im Land Rover Evoque. Und das braucht gefühlsmäßig viel zu lange beim Zurückschalten. Da ist jedes Doppelkupplungsgetriebe um Längen überlegen. Also hier braucht es wirklich eine gefühlte Sekunde, bis tatsächlich das Auto wieder weiterfährt nach einer kurzen Bremsung. Zum Glück sind alle Dieselmodelle auch mit einem manuellen Sechsganggetriebe erhältlich. Nur der 177 kW starke einzige Benziner im Angebot ist ausschließlich mit Automatikgetriebe zu bekommen. Der Evoque ist natürlich der geländegängigste unter den SUVs. Aber jetzt hier im Wald möchte ich natürlich im Frühling auch die Tiere nicht unnötig stören. Daher möchte ich zeigen, dass der Evoque auch im Gelände wirklich mit Steigungen und Verkantungen zurechtkommt. Und da war ich vor ein paar Tagen mal auf einem Testgelände. In einem alten Steinbruch in Wülfrath bei Düsseldorf haben wir dem Evoque auf den Zahn gefühlt. Gleich bei der ersten Aufgabe lassen sich die Vorzüge einer Bergabfahrhilfe tatsächlich erleben. Und wir stellen fest, dass der kleine Evoque in diesem Hang den großen Brüdern in nichts nachsteht. Großzügige Rampen und Böschungswinkel sowie die hohe Bodenfreiheit verhindern ein Aufsetzen des Fahrzeugs. Seit September 2011 erweitert das Kompakt-SUV die Land Rover-Modellfamilie. Es gibt ihn als dreitüriges Coupé und als Fünftürer. Dazu sind drei Ausstattungslinien wählbar. In unserer Ausstattungsvariante bekommen wir eine ganze Menge geboten. Zum Beispiel hier eine sehr angenehme Lenkradheizung, die an der Seite aktiviert wird. Aber wir bekommen auch eine Innenraumverkleidung in Lederoptik. Wir haben hier eine Naht, die auch aussieht, als wenn es echtes Leder wäre. Aber wenn man mal fühlt und drückt, dann merken wir leider, dass das tatsächlich nur ein Imitat ist. Und das finde ich nicht so richtig gut gelungen, gerade bei dem Preis. In der höchsten Ausstattungslinie Prestige kostet das Coupé in Deutschland 48.370 Euro und damit 1.000 Euro mehr als die fünftürige Version. Klingt merkwürdig, aber hier schlägt das optische Plus an Sportlichkeit mehr zu Buche als die Materialersparnis der beiden Türen. Die Coupé-Form des Evoque macht ihn natürlich extrem schick. Allerdings diese ansteigende Fensterlinie nach hinten macht die Fenster sehr klein und unübersichtlich. Und gerade im hinteren Bereich, diesen Evoque, gibt es auch ohne Rückfahrkamera, sind Kinder bis vielleicht 5 Jahre oft schwer oder gar nicht zu erkennen. Aber viel schlimmer finde ich bei diesem Wetter zum Beispiel, wenn man Leute hinten einsteigen lassen möchte. So dauert es unendlich lange, bis der Sitz nach vorne gefahren ist und die Öffnung nach hinten rein wird auch nur unwesentlich größer. Also von daher sieht es dann jetzt schon komisch aus, wenn ich versuche hier einzusteigen. Das Hantieren mit Kindersitzen auf der Rückbank möchte man sich besser gar nicht vorstellen. Um den Sitz wieder zurückzufahren, muss man diesmal den Knopf gedrückt halten. Aber ganz ehrlich, hier hinten ist so wenig Platz, dass selbst Kinder echt Schwierigkeiten haben werden, hier hinten bequem zu sitzen. Gerade auf längeren Strecken eine Zumutung. Also schnell wieder zurück in die erste Reihe. Nach einer letzten Runde durch den Schnee kommt unser Tester zu folgendem Ergebnis. Gerade bei dem Wetter ist ein Allradantrieb ein unschlagbarer Sicherheitsvorteil.
Mein Fazit zum Land Rover Evoque ist, man sollte dringend selber schalten, um diese Schaltpause wegfallen zu haben. Und man sollte 1000 Euro sparen, um die fünftürige Variante zu haben. Da klappt es einfach viel besser mit dem Ein- und Aussteigen auf der Rückbank.